Zentrale, ich habe was gehört. Wer ist da? Sektor sauber. Setze Patrouille aus. Alarm! SM-1 ist hier irgendwo. Vielleicht war es Zentrale. Stand by.
sind noch mehr. Wisst ihr, es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn ihr Piu-Piu machen würdet. Das hätte ich filmen sollen. Du bist verhaftet. Seid hartnäckig, Leute! Was zahlt man euch hierfür? Ich frag für einen Freund! Spider-Man, ich hab recherchiert. Die Gefangenen haben nur gegen Fables brutales Vorgehen protestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sag dir Bescheid, wie es läuft. Wunderbar! Ihr macht das doch für Geld, oder? Wie viel muss ich zahlen? Und sagt bloß nicht mehr als 20. Du bist verhaftet. Hol ihn aus der Luft. Ich greife an. Das hat er gespürt!
Okay, ich gebe etwas an. Holt ihn euch! Nachschub. Habt ihr Jungs das Gefühl, durch eure Helme wird das unpersönlicher? Ich meine, Topf, Deckel, ich weiß schon. Das war schwerer als gedacht. Spider-Man. Captain, die Gegend ist sicher und die Zellen leer. Offiziell ist das inakzeptabel. Inoffiziell? Danke.
der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. C-34, Körperverletzung, vorsichtig vorgehen. Brauchen mehr Officer in Spanish Harlem. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir! Ah! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Wow! Was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein! Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren und ein Gegengift mischen. Scorpion hat es verbessert.
karzinogenes Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Eclipta-Alba-Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Gewächshaus. Im Gewächshaus sollte ich Eclipta Alba finden. Da ist sie. Aha. Wo ist sie hin? Ist das echt oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein. Doc? Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc? Sie klingen... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie. Irgendwie. Ah, Peter. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft Ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde Sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Es tut Ihnen leid, aber Sie lassen es zu. Da fragt man sich nach Ihren Prioritäten. Ich meine, warum sollten Sie zulassen, dass ich mich vernichte, wenn ich Ihnen wichtig bin? Ich kann Ihnen helfen. Das neurale Netz beeinflusst Ihren Geist. Das neurale Netz, das Sie miterschaffen haben. Die Wahrheit ist... Sie haben mir das angetan. Ohne Ihre Hilfe hätte ich diese schrecklichen Dinge niemals getan. Ich hätte das erkennen müssen. Ich hätte Sie nicht mit in den Arm allein lassen dürfen. Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Bleiben Sie stark, Peter.
ist der Clip der Alba. Hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Danke, Gehirn. Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte vom kleinen Insekt. Viel Spaß mit dem rosa Elefanten. Ich will gar nicht wissen, was Freud dazu sagen würde. In die Station. Das Atropin ist da. Schon wieder. Du kommst zu spät, wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc! Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Tut mir leid, ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Du hilfst nie jemandem. Das Gift ist nicht in dir. Du bist das Gift. Alle um dich herum leiden. Laufen Sie nicht weg! Ich versuch's! Ich will nichts von dir! Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz! Hören Sie auf! Ich gebe Sie nicht auf! Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Ich will strahlen wie meine Genialität! Ich hab Sie gesehen. Mit den Notizen. Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und sie habe ich Freund genannt. Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte! Ich habe Sie immer unterstützt und mach das auch weiter! Unterstützt, indem Sie meine Ideen an Norman verkauften, meine Arbeit sabotierten. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gewusst. Bitte, Doc, bitte! Ich setzte große Hoffnungen in Sie, Peter. So hohe Ambitionen. Ich sah Sie als großen Wissenschaftler. Aber der Wille fehlt. Immer zerstreut, immer zu spät. Ich hab's versucht. Ich wollte da sein, aber... Aber was, hm? Ausflüchte, immer Ausflüchte. Ich hatte keinen Forschungsassistenten, nur einen faulen Schmarotzer. Ein Kind, das erwachsen gespielt hat. Nein, das stimmt nicht. Nein!
wenn sie da gewesen wären, als die Fachkommission kam, beim Probelauf, bei den endlosen Anproben. Wären sie jemals da gewesen, hätte ich vielleicht nicht handeln müssen. Bitte, Doc! Es bleibt noch Zeit, umzukehren, noch Zeit zu heilen! Und wozu das? Um zurück ins Labor zu kriegen. Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz! Hören Sie auf! Ich gebe Sie nicht auf! Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Ich will strahlen wie meine Genialität! Ich hab Sie gesehen. Mit den Notizen. Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und sie habe ich Freund genannt. Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte. Ich habe Sie immer unterstützt und mach das auch weiter. Unterstützt, indem Sie meine Ideen an Norman verkauften, meine Arbeit sabotierten. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gewusst. Bitte, Doc, bitte! Ich setzte gut. Da ist es! Das Atropin! Das Gegengift mischen. Geht wohl wieder zurück ins Labor.